Servus! Grüß miteinander hier von gestern in Sulzbach-Rosenberg. Jo, ich bin ja im tiefsten Bayern, genauer gesagt Oberpfalz. Und der Hund ist da, der macht hier noch ein bisschen die Gegend unsicher. Ich habe hier gerade aufgebaut, war 6 Stunden Fahrt, Erfenaufreibung, ihr seht es vielleicht. War kurz davor, den Kiefer abzusagen wegen einer Kieferentzündung, schrägstrich Abszess im Kiefer. Naja. Schauen wir mal, was der Abend bringt. Gästezimmer ist bereit, Essen ist bestellt. Jetzt okay. Bis dann. Ciao. Und auch ein bisschen politischer. Das letzte Stück handelt nämlich davon, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Egal worum es jetzt geht, sei es jetzt Mobbing auf der Arbeit, in der Schule, irgendwelche Typen vom rechten Rand unserer Gesellschaft, die da irgendwelchen Typen vom linken Rand aufs Fressbrett geben wollen, auf gut Deutsch. Oder auch irgendwelche Jugendlichen, irgendwelche alten Penner verprügeln, gibt es ja auch solche Leute. Nicht den Kopf in den Sand stecken, einschreiten, das machen viele. Und den Kopf aus dem Sand ziehen. Head out of sand. Ja, so ein Raucher hier unter uns. So. Viele Leute denken sich, oh Mann, ein Mann, Raucher hier unter, plus die Gitarre. Da habe ich jetzt ein Country-Kram. Da dachte ich mir, wenn die Leute Country haben wollen, dann kriegen sie Country. Von daher, jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, machen wir einen kleinen Schwenker in die Country-Ecke. Wer mitmachen will, darf das gern tun. Das ist ganz einfach. Man streckt beide Arme aus und macht so. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das Stück da ist Just Fade Away. Gestern in Sulzbach-Rosenberg, im tiefsten Bayern, Schrägstrich Oberpfalz. Jo, was soll ich sagen? Es war ein sehr schöner Gig, sehr schönes Publikum, sehr interessiert, also hat mich wirklich gefreut. Und nochmal Chapeau an den Peter und seine Leute von gestern, die hier wirklich einen sehr, sehr musiker- und künstlerfreundliches Ambiente an den Tag legen. Also ich sag nur, Gage, Kostenlogie frei. Jetzt, ich bin jetzt hier gerade in einer kleinen Pension in Sulzbach-Rosenberg. Das komische Geräusch im Hintergrund ist der Hund. Der schlägt sich gerade den Magen voll. Und jo, ich habe gerade noch gratis Käsesemmeln für den Rest von Deutschland als das Käsebrötchen gehabt. Jo, kleine Verständigungsschwierigkeiten gehabt. Ich kann halt nicht so gut bayerisch. Aber sonst, wie gesagt, das Publikum war sehr zufrieden, sehr dankbar. Und ich kann nur sagen, es war sehr, sehr schön. Ich komme sehr gerne wieder. Und das werde ich auch am Näheres wird dann auch bekannt gegeben innerhalb der nächsten Monate. Und ich hau mich jetzt hin, trinke mir noch ein bisschen Cola und ich war der Chief. Ihr wart wunderbar. Bis dann. Ciao.